Hallo Leute! Ja, willkommen zu einem kleinen Info-Video jetzt mal nur hier kurz. Ihr seht es hier bei mir rumherum. Hey, das ist ja meine Wohnung! Ha! Folgendes. Ich habe ja gesagt, ich bin 3-4 Wochen weg. Das wurde anfangs dann sogar hinausgebaut, ja. Yeah. Das ist dann irgendwie hieß, dass ich auf einmal sogar 5 Wochen weg bin, 6 Wochen weg bin. Das wäre natürlich richtig kacke gewesen. Ich sage jetzt, hab zwar jetzt gesagt, es hieß dann, allerdings, es heißt doch lange nicht, dass das jetzt irgendwie schon dementiert ist. Also folgendes, ich bin jetzt gerade eben wieder zu Hause. Die Problematik dabei ist, ich weiß nicht wie lange. Es gab bei uns ein paar Probleme in der Arbeit, sage ich jetzt einmal, weswegen mein Chef mich angerufen hat. Ey, yo, was geht? Haftbefehl, Beste und ich bin ein Idiot und hababababab. Nein, und dann hat mein Chef halt gesagt, hey, du, schau mal so und so sieht's aus, alles scheiße, ich brauch dich. Tja, dann habe ich halt meine 7 Sachen wieder gepackt in den Koffer und bin halt wieder nach Hause gefahren, ne? Und jetzt, wo ich halt wieder hier bin, muss ich halt wieder bei mir arbeiten. Und das passt mir ehrlich gesagt ganz gut. Folgendes. Wie sieht es aus mit Let's Plays? Harvest Moon ist pausiert. Wegen dem Kack. Weil ich nicht weiß, wann ich wieder runterfahre. Es kann sein, dass ich... Heute ist Freitag. Es kann sein, dass ich am Montag schon wieder runterfahren muss. Ich weiß es nicht. Mario ist pausiert. Gleicher Grund. Aber, meine Freunde, ich kann es mir nicht, es geht nicht anders. Ich kann es mir nicht entgehen lassen, wenn ich schon mal die Chance habe. Ich habe das jetzt schon so lange geplant. Wenn ich diese Chance habe, dann muss ich diese Chance nutzen, meine Freunde. Heute 3 Videos, inklusive diesem hier. 3. 1, 2, 5. Ah, 1, 2, 5, ja, ich habe die Baumschule abgeschlossen, ich bin aber nicht gewachsen. Voraussichtlich heute 3 Videos, mit dem hier. Ich habe da mal was geplant, meine Freunde, und zwar, es wird ein neues Spiel beginnen, heute, voraussichtlich. Ein neues Spiel beginnen, was ich schon lange, 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 lange Zeit vorhabe, weil es mit riesigem Abstand eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist und ganz, 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 ganz oben mit dabei ist. Und heute ist der 4., oder? Ja, heute, der 4.3., meine Freunde, ist der offizielle Release von diesem Spiel. Moment mal, habe ich nicht gerade gesagt, dass es eins meiner Lieblingsspiele ist? Ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Auch wenn heute erst der Release ist, allerdings, es liegt einfach daran, dass es ein HD-Remake von diesem wunderbaren, grandiosen Spiel ist, das ich über alles liebe. Heute ist offizieller Release und heute, meine Freunde, wird dieses Spiel auch bei mir starten. Deswegen passt es mir ganz gut, dass ich daheim bin. Sonst wäre das leider nicht mehr möglich gewesen. Aber wenigstens kann ich heute damit anfangen. Sobald es da ist, ich warte schon auf den Postboten, damit ich ihn umboxen kann. Du Hurensohn, warum hast du es mir nicht früher gegeben? Ha, komm her! Und sobald es halt da ist, werde ich mich gleich mal dran setzen. Es wird natürlich auch ein klitzekleines Unboxing davon geben. Doch, ein Unboxing kann ich schon machen, oder? Ja, Unboxing machen wir schon. Das passt schon, passt schon, passt schon. Und dann starten wir heute das Spiel. Und zwar, ich würde mal sagen... Wann? Das sage ich immer im Unboxing, weil ich glaube, das ist so am einfachsten für mich, wenn ich erstmal weiß, wann ich das Spiel überhaupt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Spiel kommt um 12 und ich bekomme das Spiel erst um 1. Ich glaube, das klappt dann nicht so ganz. Glaube ich. Vielleicht. Aber ich könnte die Zeit zurückdrehen. Jetzt kann ich, ja. Nein, auf jeden Fall, ja, das ist Stand der Dinge. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder weg muss. Es kann sein, dass ich nächste Woche schon wieder weg muss. Es kann auch sein, dass ich die ganze nächste Woche noch da bin. Das weiß ich nicht. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Und ansonsten, wie gesagt, heute noch Unboxing und dann ein wunderbares, schönes Spiel, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Ja. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer, dass Caillou toll ist. Hallo Caillou! Und
mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.